Wir haben ja das geile frische Energy-Ticket und wir werden all around the world fliegen. Leute, willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Ah, Leute, das ist gut. Okay, eigentlich ist es voll scheiße, wieder hier zu sein. Das ist alles so unaufgeräumt. Leute, guckt es euch hier an und wir müssen auf jeden Fall mal wieder eine Aufräumaktion machen. Heute hatte ich mal wieder bis 17.30 Uhr Schule. Das heißt, Leute, es ist jetzt schon dunkel. Aber Leute, ich habe natürlich schon was für euch gefilmt heute Morgen. Ich habe die Akkus aufgeladen. Ich habe auch schon was fürs Video geschnitten. Deswegen, Leute, roll the clip. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Let's go. Das habe ich auf jeden Fall heute gemacht und hier seht ihr auf jeden Fall, die Akkus sind beide voll aufgeladen. Okay, dann würde ich sagen, es geht weiter zu meiner To-Do-Liste. Schule ist auf jeden Fall abzustreichen, denn morgen habe ich so kurz Schule, Leute. Und wir haben auf jeden Fall was Fettes geplant, der Tim und ich. Wir haben hier das geile, frische NRW-Ticket und wir werden all around the world fliegen. Das heißt auch, Leute, wir werden auch in deine Stadt kommen. Wir werden auch überall so ein Fan-Treffen machen. Wir werden so immer so ein bisschen was ankündigen auf Snapchat. Vielleicht trifft man auch den einen oder anderen spontan. Außerdem, Leute, haben wir wahrscheinlich bald was mit Energy geplant auf Fan-Treffen oder beim Eisladen. Aber da müssen wir noch alles abklären. Okay, Leute, dann würde ich sagen, es geht weiter zu Punkt 2. Und zwar dem Heymobil. Was könnte es denn mit dem Heymobil auf sich haben? Im Moment ist es vom Heymobil. Heymobil hat auf jeden Fall einen wunderschönen Karton noch hier vorne drüber gelassen mit sehr, sehr viel Müll drin. Das Heymobil ist so geil, Leute, mit Rücklichter, mit Vorderlichter, mit allem Scheiß. So viele Anfragen auf Snapchat, Instagram und Twitter. Werbung. Wie teuer das Heymobil ist und wo man sich das kaufen kann. Die Frage ist jetzt nur, Leute, wie viel Geld würdet ihr für ein Hoverboard ausgeben? Leute, kommt mal wieder an meinen PC. Wenn Moritz in einer Müllhalde um sich herum oh Mann. Sitzt. Und mit zeig mal schon mal nicht. Nein, noch mit der Hose. Nein! Okay, Leute, wir gehen jetzt mal einfach mal auf Amazon. Mama! Wir gehen jetzt einfach mal Hoverboard ein. Und wir sehen das hier so 8 Euro, Leute. 8 Euro wäre doch ein guter Preis. Ja, Leute, dann sind hier so China-Dinger. Ich werde auf jeden Fall ein Hoverboard aus der deutschen Firma, verkaufen. Deswegen müssen wir auf Prime achten. Und das für 199. Leute, wollt ihr, dass euer Haus explodiert? Ich glaube nicht. Okay, Leute, dann haben wir auf jeden Fall 299 hier. Perfekt, Diggi. Du rufst mir perfekt in meiner Aufnahme an. Hier ist nochmal eins mit Prime für 412 Euro. 299 bis 319. Leute, sowas, da kann man auch ansetzen. Von welchem Preis wäret ihr denn bereit, wenn ihr jetzt so Bock habt, euch so ein Hovercar zu kaufen, Leute? Und wir wollen das natürlich so machen, dass ihr nicht einfach nur so ein Hoverboard kauft, Leute. Wir packen euch das Kart mit rein, Leute. Das heißt, wie viel würdet ihr für ein Heymobil ausgeben? Der fettesten Variante. Wie viel würdet ihr dafür ausgeben? Natürlich jetzt nicht sowas mit so kleinen Reifen, sondern halt schon mit so fetten Offroad-Wheels. Vielleicht werden wir noch so eine Basic-Variante machen, wo dann die kleinen Reifen drin sind. Aber Heymobil hat die fetten Offroad-Reifen mit den fetten Vorderlichtern und Hinterlichtern. Sind aber auch leider sehr begrenzt, weil die halt so ultra viele davon im Moment verkaufen. Das heißt, Leute, wie viel würdet ihr für ein Heymobil ausgeben? Ich habe jetzt mal ein paar Auswahlmöglichkeiten. So, wählt auf jeden Fall irgendwas aus. Immer wieder besprechen im Team, was da möglich wäre, weil wir wollen halt immer noch Qualität haben für euch. Deutsche Firma, damit ihr Garantie habt und etc. den ganzen Scheiß. Und ich werde natürlich noch Autogrammkarten mit reinpacken. Leute, das wird auf jeden Fall sick. Wir gehören außerdem gar nicht mehr uns allen. Wir wollten eigentlich bei Zelda lassen, aber irgendwie habe ich die aus Versehen mitgenommen. Aus Versehen, Leute. Ja. Wir wollten die Drohne eigentlich beim Chinesen fliegen lassen, haben aber dann die nicht ausgepackt. Und jetzt habe ich die in meinem Rucksack gehabt und ich dachte mir im Zug so, nein. Leider, beim nächsten Treffen werde ich die dir auf jeden Fall wiedergeben. Wird wahrscheinlich sowieso schon am Wochenende sein. Dann haben wir jetzt ein wenig Drohnenspaß. Looping! 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 Okay, Leute, es reicht. Ah! Oh. Das war das blöde. War's mit dem Drohnenspaß. Ein kurzer Vlog mit kurzer Abstimmung. Trotzdem, Leute, ich finde für so einen Tag, wo ich nur so seit 17 Uhr aus der Schule komme, war das eigentlich ein relativ geiler Vlog. Leute, für diesen täglichen Hustle, den wir hier reinlegen, jeden Tag ein Video, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und der Hey Army Joint, Leute, tretet der Hey Army bei. Hey Army! Morgen wird es einen fetten Vlog geben. Wie gesagt, Leute, wir wollen morgen direkt nach der Schule wegfahren. Da würde ich sagen... Da ist ja eine Pizzaschachtel. Was ist denn? Ih, da ist eine Kohle raus. Leer sein! Das Topcoin von heute ist von...
Lumpi, und zwar schreibt er, dieses Jahr noch safe die 100k. Wäre auf jeden Fall mega sick, Leute. Oh mein Gott, stell mal vor. Aber ich sage, Leute, morgen muss auf jeden Fall das Zimmer irgendwie aufgeräumt werden. Oder übermorgen. Oder übermorgen. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Also ich sagen, Leute, raus mit euch. Aus meinem Zimmer.